Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Format der Yugi News hier im Channel der Yugi Friendzone. Zur kurzen Erklärung: Hier kriegt ihr die neuesten News der ganzen Woche. Einmal die Woche, immer Donnerstagabends, gibt es die neuesten News und alles, was so über die Woche gelaufen ist, und Informationen auch zu LLDS und Sneaks und was dazu gehört, immer so auf dem aktuellsten Stand. Wir fangen einfach mal an und ihr könnt mir gerne auch kommentieren, wie euch dieses Format gefällt und ob ihr gerne mehr hören wollt. So, wir haben heute den 14.09.2017 erstmal. Guten Abend. Ich fange mal mit dem Top-Thema an. Das Top-Thema heute ist natürlich OCG-Liste. OCG-List, Oktober. Heute kam was Neues raus. Im TCG interessiert es vom Prinzip her eigentlich keinen, nur man sagt ja, die OCG-Liste, die wird, also TCG-Liste wird, da tut sich Konami ein bisschen orientieren dran. Und ich fange einfach mal an. Also Newly Forbidden ist halt ganz neu der Masterpiece und Dragonische ist verboten. Was sagt uns das? Nicht viel, nur die Leute haben halt langsam Schiss, dass auch Dragonische, also True Draco, hier dann ziemlich einen auf den Schlag kriegt, genauso wie Zoo nach dem letzten Turnier in Rimini. War jetzt natürlich eine schöne Sache. Ja, wie gesagt, Masterpiece Dragonische, wenn ich es nicht mitgekriegt habe, ist komplett verboten im OCG. Die haben auch Dino sehr gehittet, also Baby Cerasaurus ist auf 1 und der Oviraptor auch, beides auf 1 und Terraforming auch auf 1. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist ABC Dragonbuster ist auch auf 1, okay. Und Trickster Reinkarnation haben die auch knallhart auf 1 gekillt. Max C ist auf 2. Fossil Dick auch. Also wie gesagt, ein totaler Dino-Hit und auch ein totaler True Draco-Hit, so gesehen. Was mich gewundert hat, ist kein Spiral-Hit, obwohl Spiral im OCG eigentlich das Meta pur ist. Also Spiral und Dino war es halt gewesen im letzten Turnier und jetzt ist Spiral halt total frei eigentlich, weil ich habe jetzt kein Spiral gesehen. Die Witch haben sie komplett rausgenommen aus der Liste und auch die Rettungskatze, die ja im OCG auf der Liste war, ist auch komplett raus. Was man noch sagen könnte, ist vielleicht Windwitch ein bisschen. Die haben die Eisglocke auf 2 und haben den Alistar auf 1 gesetzt. Ja, und halt True Draco, wie gesagt, True Draco Heritage und King's Return auf 1. Also es geht so Richtung Spiral, übertriebenes OCG-Meta. Was jetzt natürlich die Sache ist, was das hier aussagt, ist halt schwierig zu sagen, weil wie gesagt, hier ist es so die gibt es ja gar nicht eigentlich im OCG, weil das ja komplett alles am Arsch ist. Mal gucken, wie weit das bringt. So, aktuell habe ich mal geguckt, was so die letzte Woche im Card Market ging, um einfach mal den Stand im Card Market zu halten. Also aufgrund der derzeitigen Spekulation, dass natürlich Zoo gehittet wird, ist der Superstar, also der Spiral Superagent, Superstar, was ein Schwachsinn, der Superagent hochgeschossen wie sonst was, ist von 5 vor 2 Wochen auf 13 hoch, Stand heute ist er auf 13 gewesen, geht wahrscheinlich immer höher, also Tipp von mir, los behalten und vielleicht den Hype mitnehmen oder halt selbst verkaufen, selbst spielen geht natürlich auch. Top-Artikel der Woche ist der Proxy-Drache. Wahrscheinlich, weil er einfach billig ist. Wird er verkauft und genommen für die meisten Kombos, einfach um auf 2 auszudehnen. Das ist so eins der meistverkauften Artikel. Und der Topf der Begierde, gut, 1,70 für den Topf der Begierde, 1,70, 1,80. Ist klar, dass der geht. So, jetzt mal zu regionalem. Also um auch das zu erklären, im Format gehe ich auch auf LLDS. Jede Woche auf neue Infos. Also nur kurz für die Info, wenn jemand die Turniere auch nicht überblickt. Diese Woche gibt es, diesen Samstag gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 LLDS-Turniere. In Berlin, also stellt euch einfach vor, wo die sind. Also in Berlin gibt es eins, in Dresden, in Flensburg, in Gladbach, in Münster, Schwerin und Witzenhausen. Eine Besonderheit, in Hameln ist das LLDS sogar sonntags. Das gibt es ja zum Beispiel in Dreieich auch sehr oft. Das ist natürlich für die Leute, die samstags arbeiten, vielleicht ein Geheimtipp, dass ihr da auch mal hingehen könnt.
Die gibt es halt diese Woche. Die LLDS, ja, sind halt die Turniere, die aber auch, ja, für den, dass man so schön die LLDS-Matte gewinnt, auf gut Deutsch. Jo, was die WM-Qualifikation betrifft, gibt es dieses Wochenende auch zwei Events, leider beide samstags. Das eine ist in Halle an der Saale. Und das andere ist in Pirmasens. Beide am 16. Und da gerne auch nochmal informieren. Aber wie gesagt, da gibt es die zwei WM-Qualifikationen, die sind am Samstag. Falls ihr es nicht auf dem Schirm habt, einer im Westen, einer im Osten. Also da noch schnell mit eintragen, falls ihr nicht für die WM qualifiziert seid, um dieses mitzunehmen. Jo. Also, sonst, weil CS-technisch gibt es ja nichts Interessantes, obwohl die in London ja bald auch stattfindet. Dauert aber noch einen Monat, da gehe ich dann näher später drauf ein. Und wie gesagt, sonst die Woche gab es nicht viel. GameStop ist jetzt ein bisschen stärker noch eingetreten außerhalb des asiatischen Markts bei Yu-Gi-Oh! Was halt Figuren und sowas betrifft, wollen die halt ein bisschen intensiver arbeiten. Was uns das am Ende sagt, weiß man noch nicht. Aber kann interessant werden, aber ich weiß nicht, ob ein GameStop, weil man trifft sich da ja nicht, aber für Figuren ist es vielleicht mal eine schöne Sache, wo die meisten Leute ja nur auf die Karten abgehen, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie anfangen, Displays zu verkaufen. Da ist euer Kartladen des Vertrauens um die Ecke natürlich immer besser. Ja, sonst wie gesagt, achtet immer drauf beim Card Market derzeit. Da geht der Superagent richtig stark. Schnäppchen gibt es derzeit nichts zu sehen. Die Frage ist natürlich, was mit dem Blue-Eyes-Format geht. Da spekulieren halt viele darauf hin, dass halt so gehittet wird. True Draco vielleicht noch geht, obwohl nach der OCG-Liste haben viele auch Angst vor True Draco-Hits. Dino aber auch. Also, ich blick da noch nicht so durch. Jetzt geht halt jeder auf Spiral. Aber ob wir im TCG dann automatisch nachziehen wie im OCG, weiß ich nicht. Wäre schön. Dann hätten wir vielleicht mal Monster Reborn wieder. Aber gut. Das war es eigentlich auch schon heute von mir. Die OCG-Liste, die, falls ihr sie nicht finden solltet, tue ich sie nochmal in die Kommentare posten. Gerne mal eure Meinung, aber zu diesem Format, ob ihr das euch jede Woche geben würdet. Ich werde es erstmal jede Woche bringen auf dem Channel. Und ja, sonst wünsche ich euch noch einen angenehmen Abend. Achso, gerne, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die ihr auch gerne. Also die ich gerne besprechen soll, die ich gerne ansprechen soll, auch gerne weitergeben. Sonst, wie gesagt, gibt es hier jede Woche die neuesten Infos, was LLDS-Turniere betrifft, was WM-Qualifikation betrifft. EM, natürlich, wenn dann EM stattgefunden hat, ist natürlich auch ein bisschen interessanter, habe ich mehr zu quatschen. Aber vom Prinzip her war es das erstmal. Und dann freuen wir uns alle noch auf den nächsten. Was kommt? Achso. Ja, haha. Donnerstag ist Release von der Special Edition von Circuit Break. Circuit Break, sorry. Heute Abend ist was los. Von Court of the Duelist. Also, merken, Donnerstag. Ganz wichtig, Release-Termin. Und für alle, die es nicht wussten, da gibt es einen Strike in der Common. Also, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 50%, dass man sie kriegt, aber ein Strike in der Common. Also, entweder jetzt noch schnell in Secrets kaufen oder warten. Vielleicht könnte sie sogar noch günstiger werden. Alle, ich sag nur so, die Sperrfeuer. Und wenn man sie aber unbedingt, wenn einem das egal ist, ob Secrets oder nicht, dann ziehen am besten in Common. Sonst wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns nächste Woche dann, nächsten Donnerstag, wieder um dieselbe Zeit. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und auf Wiedersehen. Bis dann.